noch eine Weile auf Trab halten, bevor wir zu Wasser kommen. Aber ich denke mal, Wasser kann ich einfach so mit gutem Essen gegenwirken. Also gerade mit frischem Obst kann ich gegen das Wasser gegenwirken. Oder ab und zu mal irgendwas richtig Gutes ausschenken, wie ein Kappa-Tee. Ich will halt die Moral so hoch wie möglich halten. Gibt es irgendein Kopfgeld? Oh, beinahe. Die könnte ich töten. Die habe ich da drüben gerade gesehen. Also erstmal das, was hier oben ist, einsacken. Das ist wieder Wasser. Also ja, zur Not habe ich, wie gesagt, werde ich Wasser durch andere Sachen ausgleichen. Weil es ist wohl einfacher, das Essen auszugleichen, mit Essen was, das Wasser auszugleichen, als ständig teure Getränke zu kaufen. So, mal sehen, wie wir beinahe besiegen. Oh Gott, Goldpakt Paladine. Und beider. Irgendwas stimmt mit meiner Formation nicht, fällt mir gerade so auf. Ja. Ich hätte gerne diese Aufstellung, bitte. Danke. Ja, ich sehe auch schon warum. Edang und Xodi gehören eigentlich nach da vorne. Deswegen stimmt die Ausstellung jetzt schon wieder nicht. Ja. Und Xodi hat wieder was zu sagen. Also, hey. Sag mir, was du auf dem Herzen hast. Wie fühlst du dich? Hattest du letzte Zeit Albträume? I never knew nothing this more like no matter what and the crush of the souls I'd acquired. You need me, I'll be two loops in a holler away. Brauchst mich und ich werde immer in der Nähe sein. Okay. Hey. So, du kannst doch niemanden übernehmen. Oh, hing das jetzt gerade? Jetzt kannst du jemanden übernehmen. Übernehm mal beinahe. Du benutzt gleich mal das. Benutzt auch das. Feuerball Alof. Xoti, du heizt mal alle. So, Alof macht gleich mal weiter und bebombt das Söldner-Medium. Geben wir gleich nochmal eine Breitseite. Ja, der geistige Verbündete da ist ein kleines Problemchen. Übernehmen den Goldpack, Paladin. Xorti wirft eine Heilung raus. Auf dich selber, dann dürftest du Edda mitheilen. Ah, Alof noch ein Feuerball. Ja. Gib mal das Ding da zur Jagd frei.
Okay, Edda hat's umgehauen. Das war nicht so gut. Okay, die sind etwas stärker als gedacht. Ihr solltet auf jeden Fall nicht noch mal versuchen, mit Alof so auf mich aufmerksam zu machen. I'm all ears. Tell me what's on your mind. Not a I never more no matter what in the crush. Sure thing, watcher. Okay, jetzt ist die Reihenfolge wieder richtig auch. Hm? At once. Okay. Be careful. Lava will be on seek. Ja, Goldpakt-Paladine sind halt nicht sehr gerade schwach. So, du hast genug, um den anderen Goldpakt-Paladin zu übernehmen. Also nochmal ihn zu überleben. Alof versucht ihn loszuwerden. Edda, du heilst dich mal. Ja, das ist auch so ein Problem. Goldpakt-Paladine können sich viel zu gut heilen. So, das hat zwar wehgetan, aber... Ne, für die bin ich auch noch zu schwach. Deswegen werden wir einfach mal wieder gehen. Und die in Ruhe lassen. Okay. Wie gesagt, das ist das Problem bei viel Freiheit. Ach, Gruppenverwaltung. So, sie mal Stufenaufstieg machen lassen, wenn ich das könnte von hier aus. Na gut, dann fahren wir mal hier oben noch lang an der kleinen Insel hier vorbei. Und finden da oben noch eine Inseln. Eine Mühle. Oh, sie haben den Matrosenbrei schon verschlungen. Ach stimmt, ich bräuchte ja 6 Matrosenbrei. Hehehe.
Dann mal ab nach Hasongo. Dort können wir dann erstmal für Maya das Level abmachen. Atsura asked me to train a crop of new sailors. Ich habe diesen Ort besucht. Atsura hat mich gebeten, einen Haufen neuer Seefahrer auszubilden. Maya blickt das Wrack von der Sango, ohne dabei deutliche Emotionen zu offenbaren. Ja, pflichtbewusst und weltgewandt. The sharpshooting lesson was wasted. Should have spent that time talking about home. Schätze, die Lektion im Scharfschießen war für die Katz. Hätte die Zeit lieber mit Geschichten von der Heimat verbringen sollen. Weißt du etwas über diesen Ort, das uns helfen könnte? Es tut mir leid, Maya. Wir werden tun, was wir können, um sie zu rächen. Verschwinden wir. Es gibt noch viel zu sehen und zu tun. Es tut mir leid. Mit einem Blick salutiert Maya in Richtung der Ruinen von der Sorgo. Sie hält diese Pose für einen kurzen Moment und entspannt sich dann mit einem Seufzer. Ja. Watcher, tell me what's on your mind. Not a word. I never knew nothing. No matter what. And the crush. It's time I got a. Ja. Level up. Heimlichkeit. Sprengstoffe. Und Überleben als Weitläuferin. Kann sie immer gut gebrauchen. Einen Fähigkeitspunkt können wir hier vergeben. Gewehr. Was? Gewehrfalke? Eine erhöhte Reichweite. Eine Feuerwaffe hat eine Chance beim Treffer. Abzug keiner. Okay. Gnadenloser Gefährte. Ja, Resistenz. Rüstungswert, das ist immer gut. Und weiter, nächstes Level up. Nochmal Sprengstoffe, nochmal überleben. Gefährten heilen werde ich schlecht. Durchschlagskraft gegen Rüstung, Einhandstil, haben wir irgendwas, Zweiwaffenstil, Schütze. Das ist immer gut. Also Feuerzeit zu verkürzen. Heimlichkeit und dieses Mal Diplomatie. Einen Punkt haben wir. Umstoßen brauchen wir nicht unbedingt. Erhöht die Genauigkeit des Charakters mit Fernkampfwaffen, die gegen Ziele in der Entfernung eingesetzt werden. Gefährte erhält Angriffsbindung, Waffe, Schild. Mehr Schaden fürs Tier, das ist immer gut. Schusswaffen. Geben wir ihr mal die Arbaliste noch. So, nächstes Level up. Wieder Sprengstoffe. Wieder Diplomatie. Gegner humpeln. Genauer verwundeter Schuss ist schon mal nicht schlecht. Zeitschadenseffekte, Reflexe, Tapferkeit. Angriffe mit Wirkungsbereich, nicht so wirklich. Tier wiederbeleben, machen wir mal das hier, also markierte Beute, das ist immer gut. Noch einmal Heimlichkeit. Mehr Überleben. Dann verbessern wir die markierte Beute. Und das müsste jetzt das letzte Level up sein. Überleben, noch ein Punkt. Oh, Athletik bräuchte sie auch mal. Noch ein Punkt im Überleben. Zwei Fähigkeitspunkte.
Zäher Gefährte werde ich schlecht. Bekommt man ebenfalls ein Boss, wenn er ein Gegner bekämpft, der von seinem tierischen Gefährten bedroht wird. Das wäre eine Möglichkeit. Tier wiederbeleben ist die andere.